Unter den Toten sind offenbar viele Kinder. Offizielle Zahlen gibt es dazu noch nicht. Der Vorsitzende der für den Schutz von Kindern zuständigen Behörde an Kenias Küste, George Ngozi, berichtet von einer Rettung im letzten Augenblick. Ich bin froh, dass wir heute ein Kind gefunden haben. Ich appelliere, dass die Suche nach anderen ausgeweitet wird. Die meisten Gräber hier gehören wohl Kindern. Aber das können wir erst bestätigen, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Der Sektenführer wurde inzwischen verhaftet. Paul McKenzie war den Behörden schon mehrfach aufgefallen und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder wegen seiner radikalen Ansichten vor Gericht gestanden. Zuletzt war er Anfang dieses Jahres im Zusammenhang mit dem Tod von zwei Kindern festgenommen worden. Auch sie waren offenbar verhungert. Der Sektenführer kam allerdings wieder auf freien Fuß, sagt der Generalinspektor der kenianischen Polizei, Jacques Kuhn. Er wurde vom Gericht gegen eine Kaution wieder freigelassen. Später wurde er noch einmal festgenommen und kam für 2 Wochen in Untersuchungshaft, damit die Polizei in dieser Zeit weiter ermitteln konnte. Doch anscheinend lag auch danach nicht genug vor, um den Sektenführer weiter festzuhalten. Nun eine Diskussion über den Umgang mit religiösen Strömungen ausgelöst. Und viele Freikirchen und selbsternannte Prediger. Kontrolliert werden sie bisher kaum. Wirtschaft. Im Studio Stefan Lina. Mietwohnungen in Bayern-Städten werden nach Einschätzung des Immobilienverbandes IVD Süd sowohl knapper als auch teurer. Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sei derzeit nicht in Sicht, so der Verband. Kauf kommt für viele Bürger aufgrund der hohen Zinsen derzeit aber nicht mehr in Frage. So werden mehr Mietwohnungen gesucht. Die Folge: Mieten.